Hallo, ihr Freunde von Banshees da draußen. Willkommen zurück zu InSound Mind. So, warte mal. Ah, man kann es ja doch wechseln mit den Tasten. Oh, das ist schlecht. Hier brutzelt es ganz schön. Ich glaube, ich schalte den Strom mal wieder aus. Was hier hinten? Hier war es nicht. So, die Batterie grapschen. So, wie gesagt, ich mache den Strom mal aus, dann komme ich hier wieder durch. Problem ist, ich sollte nicht rennen vielleicht, wenn sie hier noch rumrennt. Irgendwo die Geisterfrau rumschwebt. Aber es sind noch ein paar Spiegel übrig. Upsala. Erstmal draufhauen, ist besser vielleicht. Jetzt komme ich hier raus. Lad mal checken hier. Da ist auf jeden Fall noch eine Pills hier. Da ist auch noch eine. Okay. Aha, und ich habe leider keine Münze. Verdammt. Eine Shinitsu-Ausstellung. Spiegel. Gelbe hier ist die Kasse, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, es scheint die Kasse zu sein, sonst können wir erstmal das Brett entfernen. Also ich kann den Anblick nicht ertragen, das hatten wir schon. Die Spiegel. Was? Luftschächte. Ja, muss in den Kompressorraum. Das hier. Mitarbeiter, die meisten neuen Spielzeuge gingen beim Unglück verloren. Ich werde daher diesen Bereich absperren und abdecken, bis die neue Kollektion eintrifft. Gehen Sie da nicht rein, das wird derzeit als Lagerplatz genutzt. Sie stehen ungeöffnete Kartons herum und ein Spiegel ist dort drin. Anderson. Und ehrlich gesagt, gruselige, schlechte Schwingungen. War so hinzugefügt von anderen Leuten. Mom macht das Abendessen, aber jetzt ist sie im Eisschrank. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Im Dachstuhl hatte ich immer Mut. Jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Ich? Mir geht's gut, alles okay. Dann Unglück. Und da ich böse bin, bin ich ein seelenloser Abfall. It's a small rounded slot. Okay. Ich muss die Poppen hier finden, soviel ist klar. It's blocked from the other side. Voll. Also da komme ich nicht rein. Boah. Wie denn? Liegt sie noch irgendwo durch die Gegend? Vorne ist sie. Warte mal, hier war ein Spiegel. Oh nein. Vielleicht. Ah, es ist doof, dass ich mich immer umdrehe. Ich mache die Maus schneller, das ist echt ein bisschen zu langsam hier. Ich muss halt immer so kurbeln, wenn ich sie sehen will. Bin nicht ich. Die verblasst aber auch viel zu schnell gerade. Hey, Buddy. Hast du schon gelesen? Hab ich. It's a fuse box. It works. Yes. Yes. Sieh. Oh oh, was haben wir hier? Offiziere, zu Ihrer eigenen Sicherheit, seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie hinter dem gelben Absperrband den Tatort betreten. Es liegen jede Menge Glassplitter und zerbrochene Sachen herum. Ich sehe dich nicht an, alles gut. Das hier. Patronenkugeln. Kommst du? Jetzt allein. Ich werde das erst machen, wenn ich es muss. Pretty geil. Good. Oh gut, das war's jetzt. Wartung Westflügel. Was haben wir hier? HP und Batterien. Postkarte von Elysium State. 1,99 steht auf dem Preisschild. Ja.
Endlich, Leute. Endlich. Komm, Lady. Liebchen. Aha. Was haben wir hier? Schlüssel zum Westflügel. Ich hoffe, danach ist es nicht vorbei, weil ich will die Pillen noch alle sammeln, wisst ihr? The door to the West Wing is success. Success. The door to the West Wing, success. Great success. Oh, die hätte ich nicht machen sollen. Was war hier? Hey. Oh Mann. Hey, was ist gut jetzt? Die Bruderpuppe. Hey. Da vorne. Für was brauche ich die eigentlich hier überall? Beim Eintreffen am Tatort hat sich die Verdächtige bereits selbst eine Stichwunde im Abdomen und eine tödliche Wunde quer durch ihren Hals zugefügt. Der Notarzt wurde gerufen und der Tatort wurde mit Polizeiband für die Untersuchung gesichert. Die Verdächtige wurde als Miss Virginia Rule identifiziert, die offensichtlich damit Probleme hatte, der Öffentlichkeit gesehen zu werden und oder ihr eigenes Spiegelbild zu sehen. Sie wurde am Tatort blablabla. Deswegen Telefon, okay. I have to admit, to stab yourself in the gut and still have enough determination to pull out the glass and slice your own throat open. I almost want to stand up and give her a round of applause. Ja, determination. Wisst ihr mal, wie determined wir sind? Das ist der letzte Spiegel. Da ist noch Pillchen versteckt. War das gerade? Baden. Kühlraum, so, so. Da ist eine Batterie. Aha, sieh mal da. Wo auch immer ich da jetzt hinkomme, könnte sich lohnen. Ah. Ja, noch ein Pilchen. Kid, full. Ausdauer plus eins. Irgendwo war doch noch eine Pille hier. Da ist die Pille. Wartungszentrale, ja, ja. Oh nein. It's blocked from the other side. Okay. Lagerhaus, Verladerampe. Aha, sehr gut. Laderampe ist wieder eine Puppe, nicht wahr? Das ist Freddy! Freddy Krueger! So, warte mal, was haben wir hier? Batterie. Ich finde halt echt viel Munition, muss ich mal sagen. So, ich hole mir erstmal die Postkarte noch. Still owes me. Nicht gegenhauen. Damn thing still owes me. Nicht gegen drauf schießen. Wie ich das denn jetzt hin, sag mal. So, das war 3,99. It's an item scanner. 1,99. It's the item scanner. Ja, letzte Münze. Müsste die letzte sein, ne?
Wie komme ich an diese dumme Pille ran, frage ich mich. Ach, warte mal, ich muss den Strom einschalten wieder, hä? Wo war denn das nochmal? Feeling bloated. Feeling bloated. War das hier? In Büros? Ja, ich glaube, das war hier. Oh, hier und faxe dich. Wow. Oh, fax yourself. Wo war denn das nochmal mit dem Strom, Leute? Wo war denn das? Der Außenbereich? Der Geschäftsführung vielleicht? Ne, das waren die. Ah, das war das. Okay, da glaubt ihr, ich weiß das noch, wo das war. Ja. War das hier irgendwo? Stromraum. Ach, natürlich. War das der? Au. Ich hatte tatsächlich Schaden. Au. Aber jetzt liegt die Pille draußen. Ja, und hält, ne? Warte, das ist falsch, oder? Hier. Sie gerade, oder? Gerade verpufft. Ach, Mist. M für Mitarbeiterraum muss aus sein. Natürlich. Alter, warum? Ich dachte, ich bin eben nicht durchgelaufen. Immer noch. Hammer. Warum ist das immer noch an? Ich mach jetzt alles aus. Was soll's? Zack, zack, zack. Ach nee, S für Staffroom, ne? Was? Auch egal. Girls here. Fastonite. Wie viel haben wir? Oh, wir haben alle. Und Fastonite. Zwei noch im Markt fehlen. Jetzt ein bisschen Yoda-mäßig. Zwei noch im Markt fehlen. Fünf da oben. So, ich muss jetzt ein bisschen durch die Dunkelheit rennen, aber es sollte ja kein Thema sein. Au. Muss langsam wieder was futtern, weil sonst bin ich ein bisschen nachlässig gerade. So, ich geh erstmal was futtern. Man merkt schon ein bisschen mit der Ausdauer. Es sind 1-2 Sekunden länger zumindest. So, das ist auch voll. 101, ihr seht es ja nicht. Das ist aber mehr als die Spiegel, die ich brauche, oder? Hier rein eigentlich. Oh, kann ich auch. Alter. Die Mama-Puppe. Be cool. Oh nein. Alter. It's locked. Guck mal, Schweinemann. Jetzt hier raus. Da steht er. Eine Puppe. Da. Ja, lass mich doch. Alter, ich komme nicht raus. Ja,
Jetzt. Dankeschön. It fits. Boah. Sag mal, dieser miese Drecksack. Aber die Puppen helfen mir immerhin. Die Puppen wollen mir helfen. Warte mal, ich gehe jetzt zur Verladerampe. Was sagt sie? Ich bin Schmutz. Letzte Mädchen. Also, das Mädchen sagte, sie ist Schmutz. Da ist mal das Zeug drin, ha? Da ist ein Spiegel. Ah, ich habe keinen Schlüssel, natürlich nicht. Da liegt die Puppe. Yo, das Tor scheint immer wieder zu klemmen und nicht aufzugehen. Muss eine Störung der Stromversorgung sein. Vergiss am besten nicht den Trick mit dem Gabelstapler, den ich dir zeigte. Aber sei bitte vorsichtig, Dave. Oh. Ja, ich brauche erstmal einen Schlüssel für den Gabelstapler, ne? Smells funny. Smells funny. Nach Chloroform vielleicht? Ist der Schlüssel. It's the ignition key lock. Ja. Ich sehe keinen Schlüssel hier. It's filled with something. Warte mal, ich gehe nochmal in den Stromraum. Vielleicht. Nichts. Lies mir noch mal ganz kurz den Text hier durch. Ah, genau, die Münze habe ich ja noch. I need a coin. Fits perfectly. Nicht gratis, aber dieser Schlüssel auch nicht. Ein Schlüssel. Oh, wow. So einfach kann es sein. Success. Success. Das war ergiebig. Oh, ich habe Kugeln voll schon. Oh nein. Alles klar. Dann lasse ich mal liegen, die brauche ich jetzt auch nicht. Okay. Wieder voll so schnell. Ich bin total fasziniert von diesem Spiel, das ist unglaublich. Ah ja. Gut, jetzt bin ich wieder hier. Und eben da stand er wieder. So, da vorne ist noch eine Pille. Wenn es hier weitergeht überhaupt, ja. Die vorletzte List wird um 3 erhöht, also bei der dritten, und das ist die erste von 3. Nach Aussagen von Mitarbeitern und Kunden schien Miss Rule eine Panikattacke zu erleiden, die zu versehentlichen Zerbrechen eines Spiegels führte. Aufgrund der Fehlreaktion der Menschen um sie herum eskalierte die Lage und Miss Rule nahm sich mit einer Glasscheibe des Spiegels das Leben. Es gab keine Anzeichen für ein Fehlverhalten anderer. Allerdings vermute ich, dass ich noch aufnehme, dass sie mit einem der Mitarbeiter, ein gewisser David, eine Affäre hatte. Dazu werde dazu noch Befragungen durchführen. Datum, also benachrichtigt 26.03.97, Name Mrs. Gemma Rule, Adresse 2323, ist auch egal, Zeitpunkt egal. Jung, Opfer, Mutter, ja, Leslie Rubin. Ein Telefon. What was it you wrote in her file? Patient was encouraged to establish routine errands that would put her outside. Wow. No wonder her mother blames you. Ah, fies, ne? Aber was willst du machen? Dass sie
Du blöder Penner. Der trollt uns eigentlich nur die ganze Zeit, ne? Entsorgungsraum. Oh, warte mal, sie sagt doch, sie ist Abfall, das Mädchen. Vielleicht. Ew. Hast du gerade getan? Ja, du hast aus dem Müll gegessen, Kuppel. Ja, Tochterpuppe, da ist sie. Wie dramatisch. Sie nannte sich tatsächlich Abfall. Ich weiß nicht, warum dich das so überrascht. Okay. Und die Papa-Poppe. Irgendwie rauf? Der Arsch war... Leider nicht. Die Leiter war ja auch umgefallen. Komm. Die Rampe hier wieder hoch. Hier oben liegt ja noch was, oder? Ja. Ah, hier komme ich auch rauf. Komme ich hier rauf? Nee. Oh, komm ich rauf. Die Turbo-Pille. Ich habe alle Pillen gesammelt im Homomat. Geil. Pillen für Ordner. Bloodspiel in aisle 4. Bloodspiel in aisle 4. Somebody get a mop. And maybe a better therapist. Ich liebe seine Lache, die ist so gut. Ich habe auch so eine teuflische Lache drauf, habt ihr schon mal gehört. So, da würde ich sagen, wir gehen mal ganz schnell zum Häuschen. Der Spiegel dann. Mom macht das Abendessen, jetzt ist sie im Eisschrank. Der Eisschrank. Zimmer. Der Balkon. Der Dachboden. Hier ist die Küche, ne? It's a small rounded slot. Mama. Beim Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. So, Mama ist in der Küche. Im Dachstuhl hat er immer Mut, jetzt verbringt mein Bruder im Lager. Ich sagte, sie ist der Abfall. Unglück. Ich böse bin, ich sehe es noch so Abfall. Ich glaube eher, sie ist hier, da wo das Blut ist. Alter. Das war der Tag. Sie zog den Spiegel am Schminktisch ihrer Mutter aus den Halterungen. Der Geschmack von Blut und Lippenstift blieb in ihrem Mund bis zu ihrem Tod. Okay, das ist creepy. Aber irgendwie auch geil. Spielzeug. Bauklotz. Ein gelber Bauklotz mit dem Buchstaben T. Ah. Das ist auf jeden Fall der Spiegel. Der letzte Spiegel. Grün mit A. Rot mit D. Blau mit E. Violett mit H. Ja, da ist nichts drin. Was wird mal, dass es ein Achievement gibt, wenn ich alle Balance zerstöre? Immer so eine Vermutung. Oh nein. Die in der Nähe. Ich mag es auch nicht, wenn ich die Balance zerstöre. Balance! Ich bin nicht der Party-Pooper, wenn ich alles kaputt mache. Sieht so geil aus hier einfach. Okay, ah. Hated, gehasst. I can put something in here.
This seems correct, but something with the reflection is wrong. Hat er gerade gefurzt? Okay, jetzt sehen wir, wie ich krissele gerade. Die Facecam. Alter. Sie wollte sterben. Nur jemand so selbstsüchtiges wie du würde versuchen, ihr das wegzunehmen. Ich sehe mit Freude, dass es dir nicht gelang. Das ist unser kleiner Freund, Freddy. Wer ist sie? It's okay. I see you. You can rest now. Ruh dich aus. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wie oft habe ich das schon gehört? Das sieht so geil aus. Virginia would be capable of doing something like this without some sort of outside influence. I promise you, Miss Rule. I'll get to the bottom of this. Also könnte ich mich jetzt hier noch weiter umsehen, ja? Rein theoretisch. Aber hier war ich nicht drin. Doch, das ist die Technik. Ah, okay. Ich habe keine Karte, deswegen. Ah. Aber wir haben ja alles, ne? Geh nach Hause. Geh nach Hause! Geh nach Hause jetzt! Ich find's immer noch geil, das Spiel. Das macht echt Spaß und es ist gut gemacht. Das ist echt gut ausgedacht alles. I think I'm ready now. We can talk about the scars. My face. If you'd like, yes. I appreciate you not asking me about them. I mean, I do see you looking at them. Everyone does all the time anyway. I'm listening. Okay. Wer wohl doch geholfen, huh? Ich aber zurück. Muss ich hier zurück? When I was a kid, my mom, she used to sign me up for like Little Miss whatever the hell, you know, like these beauty pageants. For this one, I was practicing at home and I was in the bathroom just playing with like some of my mom's makeup and then I... Sorry. Take your time. Ja. Armes Ding. Ich glaube, die Mutter war daran schuld. I just slipped. I don't know. I lost my balance and I grabbed the mirror cabinet and the whole thing just fell apart. I hate her, my mother. She made me go anyway. Made you go where? Out. To the pageant, to school, everywhere. With a busted up face and stitches. Das ist krass, ne? Aber denk mir nicht, dass die Mutter das mit Absicht getan hat. Ich meine, Kinder zu Schönheitswettbewerben ist für mich auch ein No-Go. Das ist so ein Ideal, dem sollten sie gar nicht folgen, kleine Kinder. Oder junge Mädchen halt, vor allem. She's a monster and a liar. She told me I was still pretty. She said people wouldn't judge me. Guess what? They did. They look at me with pity. I look back at them with hatred.
I hate her. I hate everyone. I understand. Stop looking at me. Armes Ding. Naja, jetzt ist es zu spät. Aber ich finde, er sollte sich auch nicht die Schuld dran geben, wie uns unser kleiner Freund jedes Mal einzuflüstern versucht. Das ist nämlich nicht... Das ist nicht die Wahrheit. Die kam halt nicht mehr zurecht damit, anscheinend, hä? Die Katze immer wieder. Die Katze. Ja gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's. Für den Part. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Nicht vergessen, Däumchen hoch und wir sehen uns wieder zu In Sound Mind. Dankeschön und auf Wiedersehen.